Bauhaus Dessau, Weltkulturerbe, Ausgangspunkt einer weltweiten Designrevolution. Und hier wird auch heute noch große Kunst gemacht. Meine Gäste sind Musiker, die eins schaffen wollen. Die Verbindung zwischen Schall und Raum. Heute mit dem Mann, der schneller rappt als sein Schatten. Der Mann, der mit Crossover Jugendliche von der Straße holt. Es ist der Mann, der es uns schwarz auf weiß gegeben hat. Ich bin der beste Rapper Deutschlands. Live und in Farbe bei ZDF at Bauhaus, Sammy Deluxe. Ah, schönen guten Abend, Dessau, Bauhaus hier. Du. Okay, ich weiß, ihr sitzt, aber ihr könnt ein bisschen mitnicken, mitbouncen, wenn ihr das hier fühlt, Dessau, und singt. Du, 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 yeah. Du, 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 yeah. Do-do-do-do, yeah. Do-do-do-do. Ich sag, Jugend rebelliert, eher passiv, desinteressiert, wer gewinnt und wer verliert. Permanente Tränen auf Gesichtern, nicht tätowiert, schwarz-weiße Welt bunt dekoriert, Bildschirme flimmern, Reizüberflutung, bis wir nichts mehr erinnern. Uhren ticken, Huren ficken, es wird schlimmer, Medizin macht krank, jeder wäre gern schlank. Leichen im Keller, Waffen im Schrank, das Leben stirbt, wo der Tod lebt. In Großstädten, wo es zu Ende ist, bevor es losgeht. Wo Menschen Drogen nehmen, zum Verdrängen vom Problem. Um sich beim Absturz einzubilden, dass es nach oben geht. Alles schon erlebt, alles schon gesehen, nichts Neues mehr, die Flammen sind erloschen, kein Bedarf für Feuerwehr. Wir suchen alle noch was Größerem. So viel Rätsel, keinerlei Lösungen. Alles hell, alles laut. Die Stadt ist schnell, die Stadt ist raum. Menschen rennen an dir vorbei. Niemand sieht dich, niemand bleibt. Jeder geht sein Weg allein. Die große Stadt macht jeden klein. Ich will raus, will weg von hier. Ich muss zurück und zu. Keine Lust mehr, gerne der andere Luther. Kein neuer Martin Luther King, nicht mal ein neuer Tupac. Menschen identitätslos, vor dem TV gucken unreale Realitätsshows. Eindimensionale Wellen, alles Fassade. Kein Punkrock mehr, alles Ballade. Klingt schön, aber schade. Mainstream, Subkulturen, vom Markenrechter einheitsfrei. Ich hab keine Zeit für den gleichen Scheiß. Gib mir was Neues, zeig mir jemand, der sich etwas traut. Sag es extra laut, was auch immer ich denke. Ich spreche es aus, was auch immer mir passiert. Ich mach das Beste draus, alle angepasst, alles zensiert. Alles, was funktioniert, wird kopiert. Jeder, der was Neues kreiert, wird ignoriert, bis es auch funktioniert und dann wird's kopiert. Alles hell, alles laut, die Stadt ist schnell, die Stadt ist laut. Menschen rennen an dir vorbei, niemand sieht dich, niemand bleibt. Jeder geht sein Weg allein, die große Stadt macht jeden klein. Ich will raus, will weg von hier, ich muss zurück. Kabellose Welt, WLAN-Universum, internationales Internet ohne Entfernung. Virtuelle Nähe, virtuelles Leben, virtueller Krebs für eine spirituelle Seele. Hör, was ich erzähle, dies ist keine leichte Kost, sind die grauen Zellen leicht eingerostet. Keinen Bock, wieder mal ein bisschen zu denken. Fällt dir das so schwer, brauchst du eine Sun-Story wie wann, was und wer, sodass du folgen kannst, wie ein Haar. Ach so, er ist klar, warum ich nicht wusste, was ich sage. Dies ist eine akustische Collage, mit paar komplizierten Worten, aber so benutze ich diese Sprache. Und gebe euch Denkansätze, wenn ich Denkansätze, nehmt euch mit auf meine Reise, gebe euch Plätze, die Welt durch meine Augen, wenn euch die Reime taugen. Kurz mal eben aufgeschrieben, will mir keiner glauben. Alles laut, die Stadt ist schnell, die Stadt ist laut. Menschen rennen an dir vorbei, niemand sieht dich, niemand bleibt. Jeder geht sein Weg allein, die große Stadt macht jeden klein. Ich will raus, will weg von hier, was? Ich muss zurück. Alles hell, alles laut, die Stadt ist schnell, die Stadt ist laut. Menschen rennen an dir vorbei, niemand sieht dich. Könnt ihr das singen, der Song? Lass uns zurück zu wir! Wow. Dankeschön, der Song.
Wir sind hier mit meinem neuen Album Schwarz-Weiß. Kommen gerade von einer schönen Tour zurück und sind froh, jetzt hier in so einem familiären Rahmen ein paar Songs spielen zu dürfen für euch. Yeah. Ich bin schwarz-weiß wie die Tasten auf dem Piano oder wie die Streifen auf dem Zebra. Seht mal, ja. Ich bin eine Mischung, aber nenn mich nicht Mischling. Nenn mich Baby, weil ich so frisch kling. Oder nenn mich Sammy, weil ich so Deluxe bin. Ja, dies sind meine Songs, doch ihr könnt gerne mitsingen. Und ich bin schwarz-weiß wie Schachbretter. Ich mach's besser, Hip-Hop ist kaputt. Ich bin Handwerker, dies ist mein Handwerk. Und ich lege Hand an, schreibe Geschichte und bestimme die Handlung. Schreibe im Handumdrehen ein Album, also geh in die Handlung. Nimmst in die Hand und siehst die an und es ist schwarz-weiß. Wie alte Fotos und Filme betonen jede Silbe, als wär ich so rhetorisch gebildet. Neue meiner Sorte schießen aus dem Boden wie Pilze. Die sind einfach nur schwarz und weiß, wie wenn man Kohle und misch mich, yeah. Schau mich an, ich bin schwarz-weiß. Gegensätze ziehen sich an, das wusste ich seit Tag 1. Hätte mein Papa damals meine Mama nach dem Bild gefragt, sie hätte gesagt, nein, dann will ich nicht da sein. Das ist die Wahrheit. Doch sie sagt, ja, und hier bin ich in schwarz-weiß. Ich bin so dankbar für dieses Leben zwischen den Schülern. Doch so viel gemischt. Ja, ich bin schwarz-weiß, so wie Oreo-Kekse. Wollte immer dazugehören, hab mich verbogen wie ein Breze. Wusste nicht, wer ich bin, mein genetischer Code ist ein Rätsel. Scheinbar kann ich's nicht entschlüsseln, fühl mich doof wie so ein Nese. Ein weißes Schwarz in Kontraste, fast wie Gegenpole. Ein innerer Konflikt, ich fragte mich oft, was wär das Leben ohne. Doch heute genieße ich meine Farbe wie ein Regenbogen. Und ich weiß nur wenige Menschen, die verstehen die Strophe. Wie sollte ich eins mit mir sein, ich bin aus zwei gemacht. Den größten Gegensätzen, die es gibt, weiß und schwarz. Und wenn nicht ich weiß, wer ich bin, wer weiß es dann. Ist kein Spaziergang im Park, glaub mir, der Scheiß ist hart. Aber auch wunderschön, denn ich verstehe jetzt beide Parts. Weil ich den Einblick hab, nein, ich hab keinen gefragt. Das Leben hier war mein Lehrer, jeder einzelne Tag. Ich bin schwarz-weiß, was ist deine Farbe? Sag, schau mich an, ich bin schwarz-weiß. Gegensätze ziehen sich an, das muss ich seit Tag gleich. Hätte mein Papa damals meine Mama nach dem Date gefragt, sie hätte gesagt, nein, dann würde ich nicht da sein. Und das ist die Wahrheit. Doch sie sagte, ja, und hier bin ich in schwarz-weiß. Ich bin so dankbar für dieses Leben zwischen den Stühlen. Doch so viel gemischt gefühlt. Ja. Die Reporterin fragt, warum ich sage, dass ich schwarz sei. Ich sag, stimmt, eigentlich bin ich ja schwarz-weiß. Doch wäre am Morgen in Deutschland hier plötzlich Apartheid. Rate mal, würde ich denn weiß oder schwarz sein? Dann säß ich nämlich ganz weit dahin in einem Abteil und dürfte mir mit anderen Leuten nicht mal ein Bad teilen. Und ich würde isoliert wohnen in einem anderen Stadtteil und ich dürfte nicht wählen gehen und ich hätte keine Arbeit. Ja, das ist die Wahrheit und hier gibt es nicht einmal Apartheid. Und trotzdem kam ich auch nicht in den Club oder Bar rein. Du wirst wissen, wie es ein Schwarz-Weißer ist, dann frag ein. Ich hoffe, ich trage zum Aufklärung hier meinen Part bei, yeah. Ich bin nicht afrodeutsch, farbig, ich bin schwarz-weiß. Ich bin ein Widerspruch in sich, ich bin wie ja, nein, ich bin wie Yin, Yang, doch das kein Nachteil, denn ich bin ich, Mann. Yeah. Schau mich an, ich bin schwarz-weiß. Gegensätze ziehen sich an, das wusste ich seit Tag 1. Hätte mein Papa damals meine Mama nach dem Date gefragt, und sie hätte gesagt, nein, dann würde ich nicht da sein. Das ist die Wahrheit. Doch sie sagt, ja, und hier bin ich nicht schwarz-weiß. Ich bin so dankbar für dieses Leben zwischen den Stimmen, trotz so viel Mischung. Yeah, schwarz-weiß, Baby, schwarz-weiß, Baby. Hier in Dessau heute Nacht im Bauhaus. Wie schaut's aus? Danke. Dankeschön, Dankeschön. Könnt ihr den nehmen? Yeah. Normalerweise drehen die Leute jetzt vollkommen durch, wenn sie das hören. Ihr macht das nicht, aber ich schätze, es ist der Umstände wegen. Ah, guck mal hier, dies ist mein Poesie-Album.
Schau mal rein, lies mein Poesie-Album. Schwarz auf weiß, mein Poesie-Album. Album, Album, Album. Und ich sag, hallo Dessau, kennt ihr mich noch? Kennt ihr das noch? Echten Hip-Hop in dem Land, wo man sogar mit dem Hip-Block, wo der so keine Seele hat, der Rocken nicht rockt. Wo man von kommt, der Funk, den ich überspringt und der Reggae leider nach Schlager Lina klingt und der Rap so eine schlechte Reputation hat. Wer kann dieses Gefühl von damals wiederbringen? Wer bitte, wer kann es sein? Sag mir den Namen und ich nehme ihn unter Vertrag oder die oder sie, ganz egal wer es ist. Hast du bitte meine E-Mail oder Nummer parat? Denn es gibt keinen, der die Singer singen und die Rapper klingen, als hätten sie nie Hunger gehabt. Sogar wenn es im Internet alle Lieder umsonst gibt, keiner mit Geschmack hätte die runtergeladen. Denn nun ist es da, unmittelbar, 100 Karat. Warum ich das sage, ich bin so brillant, so phänomenal, fundamental, radikal, so wie in jüngeren Jahren, dass ich direkt aus dem Untergrund kam und meine Position, die ich mir hier erarbeitet habe, kann keine Geldsumme bezahlen. Doch ich komme nicht da auf diese ganzen Rapper, die scheinbar nichts wissen über diese Kunstform. Deshalb muss ich die Masse von Neuem bekehren, das Verständnis für unsere Kunstform. Denn ich hab dieses Haus hier mit aufgebaut, ich hab's demoliert, ich hab's renoviert, ich bin der Super MC, ich bin das Move von Jay-Z, ich hab Rap für die Masse nicht rekrutiert, definiert, etabliert und noch mehr schlauer Worte mit dir. Wenn ihr vermutet, ich sei hier der beste Poet, dann vermute ich, dass ihr euch nicht irrt. Ich bin nur ein Fremder und habe mich aus Versehen hier verirrt. Ja, es gibt tausende Rapper da draußen, auf wen interessiert. Guck mal hier, lies mein Poesie-Album. Schau mal rein, lies mein Poesie-Album. Schwarz auf weiß, immer Poesie-Album. Album, Album, Album. Und ich sag, ich bin so Schiller, so Goethe, so bitter, so böse, noch immer der größte Poet, der hier lebt. Wenn ihr jetzt noch mehr wollt, füttert euch deutschen Dichter rein, bis ihr alle brecht wie Bertolt, das ist für mich echt der Erfolg, wenn der Text noch mehr rollt. Und ich schein wie der Morschern, aber das ihr alle aus den Reim und den Worten lernt. Meine Damen und Herren, was würde ich bloß tun, ihr Bech nicht Rapstar, wahrscheinlich wäre ich der neue Erich Kästner. Lass die ganze Leiter schnell auf fertig lästern. Durch euren Hass werde ich besser, kletter hoch auf der Karriere-Treppe. Oh nein, das heißt Karriereleiter. Letzte Fehler war der nur ein derbe Kleiner. Und ich bin ein sehr gemeiner Rapper, der aus der Masse heraussticht. Du bist einfach nur irgendeiner. Was du machst, interessiert überhaupt nicht. Wünsch dein Blaubeere mehr wie meiner. Kannst gern probieren zu kopieren, doch ich glaub's nicht, dass du beschaffst oder raffst, was ich mach, wie ich's mach. Wenn ich mach, es ist einfach unglaublich. Es ist wie wenn Willem Tell und William Shakespeare auf Track wären, nach ein paar Backs wären. Oh, ich bin brauner und noch ein bisschen sexier. Check den Text hier, so flüssig und heil in den Lexier. Das ist Zaubertrank, bitte merkst dir, bitte merkst dir, bitte merkst dir. Ey, lass sie alle reden, lass sie alle beben, was ein geiles Leben. Ich mach die Scheine scheinen, indem ich reime, reime, indem ich ein Reim. Hier so wie ein Kunst für ein 70, 70, nimm den großen Einfall erleben. Herr Dichter und Denker für Dichter und Denker. Er stürzt ab, denn er war von der Tyrannischen zu dicht am Geländer. Von meinem Hotel, Sweet Balkon. Und das war's aus meinem Poesie-Album. Und darauf reimt sich grobe Viehhaltung. Komm, Dessau, lass mich kurz mal eure Hände sehen. Ich sag, guck mal hier, lies mein Poesie-Album. Schau mal rein, lies mein Poesie-Album. Schwarz auf weiß in mein Poesie-Album. Album, Album, Album. Sag was? Guck mal hier, lies mein Poesie-Album. Schau mal rein, lies mein Poesie-Album. Schwarz auf weiß in mein Poesie-Album. Album, Album, Album. Das war ein kleiner Auszug aus meinem Poesie-Album. Dankeschön. ZDF at Bauhaus, heute mit einem wunderbaren Künstler, nämlich Sammy Deluxe. Herzlich willkommen, schön, dass du hier bist. Ja, guten Abend, dankeschön. Es gibt diese eine Stelle bei Ego, da sagst du, jahrelang habe ich gedacht, dass alles nur Karriere ist und heute merke ich, dass in meinem Herzen so eine Leere ist. Es gibt noch ein paar andere Textstellen, die ich jetzt irgendwie zitieren könnte. Das klingt so ein bisschen nach Sinnkrise. Sinnkrise? Habe ich noch nie gehört, das Wort. Was heißt denn das? Naja, dass du nicht genau weißt, wo du selber stehst. Oder also, dass du dachtest, du wüsstest es, aber du jetzt gemerkt hast, nee, ist doch irgendwie alles anders. Das ist eigentlich ja der Titel auch meines aktuellen Single-Songs eines Tages. Eben immer dieses auf irgendwas hinarbeiten und dann, sobald man es hat, merken, es ist doch nicht genau das, was du willst. Im Sinne von, es macht dich nicht glücklich. So, weißt du? Du bist vielleicht, es füllt dich nicht aus. So, und das, es wird... Ja, kein Hobby und kein Beruf wird, glaube ich, einen jemals so ausfüllen, dass es das wegmacht, wenn an anderen Stellen, weißt du, wenn du einfach in Beziehungssachen oder in Familiensachen oder in Freundschaftssachen
da irgendwie offene Baustellen hast. So, das kriegst du nicht mit dem anderen kompensiert. So. Und bist du jetzt glücklich? Ich bin immer glücklich, wenn ich Musik mache. Jetzt gerade muss ich ein Interview geben, deshalb bin ich todunglücklich, wie man mir wahrscheinlich ansieht. Aber ich bin letztendlich auch ein Autor, Poet. So. Ich versuche auch natürlich alles irgendwie auf den Punkt zu bringen. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Party-Song machen würde, nehmen wir an, ich würde noch auf Partys gehen und hätte solche Interessen, dann würde ich auch nicht einen Party-Song machen, wo ich sage, hey, ist ja ganz cool hier und vielleicht hole ich mir einen Drink. Weißt du, wenn ich einen Party-Song mache, dann geht man richtig ans Limit. Denn so, und jetzt feiern wir und jetzt drehen wir durch und schwitzen, pogen, tanzen, weißt du? Und deshalb dementsprechend, wenn man über diese anderen Themen redet, wie Frust, wie Verlust oder Ängste, dann mache ich es eben auch ähnlich intensiv. So. Und ich schreibe da dann manchmal Texte, so, die bei den Leuten vielleicht das Bild entstehen lassen, dass ich jetzt ein extrem unglücklicher Mensch bin. Was aber auf keinen Fall so ist, weil ich habe eben diese Momente als Musiker eben auch so diese extremen Glücksmomente wie letzte Nacht, wo ich einfach mal 6 Songs hintereinander irgendwie geschrieben habe und einfach so eine Geistesöffnung da habe, wo ich mich dann selber so feiere und alles, was mit meinem Leben zu tun hat, dass es auf jeden Fall auch wieder ausgleicht, dass ich den nächsten Tag vollkommen depressiv bin. Vollkommen depressiv, so wie jetzt hier auf dem Sofa. Was los, Pops? Hier ist dein Ältester. Mein letzter Text für dich war wohl mein kältester, härtester, ernster, ehrlichster Text je. Super gut geschrieben, auch sehr gut gerappt, ey. Leute mochten ihn, viele sind zu mir gekommen, weil sie sich damit verdienen konnten mit diesem Song. Hab ihn geschrieben und ich war schon nicht mehr so wütend. Ihn danach ein ganzes Jahr performt auf allen Showbühnen. Und die Wut war weg, es war Therapie. Keine Lust mehr auf die negative Energie. Hab gehofft, dass ich dir jetzt vergeben kann. Dafür, dass ich dich so vermisst hab mein Leben lang. Aber dann, 2 Tage nach der letzten Show, sagte meine Mama mir, du wärst ja gestern tot. Ich war traurig als ich, weil sie dich gut gekannt hat. Ich hab nur für sie geweint, war ein bisschen durcheinander. Guck mal, Papa. Und jetzt sing ich hier für meinen Vater im Himmel. Ah, was los, Pops? Ich hab es schön da oben. Ich dachte mir, ich schreib dir auch noch mal ein paar schöne Strophen. Ich hab ein schlechtes Gewissen, Mann, ich hab nachgedacht. Vielleicht hat Vatertag dich sogar ins Grab gebracht. Und nein, ich weiß, dass ich kein Mörder bin. Aber weiß mittlerweile auch, wie mächtig Gedanken und Wörter sind. Und wenn jemand schlecht über dich redet und denkt, und du weißt, du hast ihm jemanden sein Leben geschenkt, dann nagst du an deiner Seele Tag für Tag. Ich war nie, dass du zur Hölle wärst, hab's gesagt. Aber hab's niemals so gemeint, das war einfach nur Wortwitz. Vatertag, Himmelfahrt, jetzt, wo du fort bist. Schäme mich dafür und ich hoffe, dass du in Frieden ruhst. Hoff, du bist da oben und dann kommen und siehst mir zu. In Echtzeit, während ich dir den Text schreibe, ein erstes und letztes Mal Respekt zeig. Jetzt gleich. Und jetzt sing ich hier für meinen Vater im Himmel. Ah. Trauerfälle bringen Menschen zusammen, Mama, so vielen Jahren. Und den ersten Kontakt, dann erst Rivo Sama aus London mich an. Und ich fliege bald hin, hab schon Koffer gepackt. Doch dann schrieb mir plötzlich dein anderer Sohn an, mein jüngerer Bruder. Ich dachte nur, oh Mann, auf irgendeiner Website, wo jeder es sehen kann. Schick mir die Nummer, ich bin gleich zu wen an. Und er ging ran, ich merkte, dass er kein Englisch spricht. Nirgendwie ist er mein Bruder, doch ich kenn ihn nicht. Also was soll ich bitte machen, Mann, ich frage dich. Du hast ihm kein Englisch beigebracht und mir Arabisch nicht. Ich hatte gerade meinen Kopf klar gekriegt. Plötzlich habe ich einen Bruder, aber ich verstehe seine Sprache nicht. Aber ich halte dich auf Verlauf. Solltest du mich nicht verstehen, lass ich den Chor noch lauter singen, bevor ich draußen bin. Und jetzt sing ich hier für meinen Vater im Himmel. Sing so laut, ich hoffe, da oben bleibt meine Stimme. Er soll zur Hölle fahren, mal bitte, pass auf, völlig klar. Heute hoffe ich einfach nur, mein Vater ist im Himmel. Und jetzt sing ich hier für meinen Vater im Himmel. Sing so laut, ich hoffe, da oben bleibt meine Stimme. Er soll zur Hölle fahren, mal bitten, das war völlig klar. Heute hoffe ich einfach nur, mein Vater ist im Himmel. Und jetzt sing ich hier für meinen Vater im Himmel. Ich hoffe, da oben bleibt meine Stimme. Er soll zur Hölle fahren, mal bitten, das war völlig klar. Heute hoffe ich einfach nur, mein Vater ist im Himmel. Ey. Denn unsere Seelen wandern stets zum Licht, umgeht das
das Licht aus, verlassen Sie uns nicht. Das Licht aus, verlassen Sie uns nicht. Dankeschön. Ahem. Yeah. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur beliebtesten Gameshow von Ostdeutschland. Wer wird Millionär? Du kannst es nicht sehen, wir kommen schon näher. Die Städte sind voll, die Taschen sind leer. Die Menschen haben schwer, die Welt ist nicht fair. Was kann man daraus lernen? Wir müssen mehr lernen. Du kannst es nicht sehen, wir kommen schon näher. Die Städte sind voll, die Taschen sind leer. Die Menschen haben schwer, die Welt ist nicht fair. Frag uns, wer wird Millionär? Ich sah Mr. Deluxe mit dem Großstadtreport. Gibt es ein Problem mit nicht sofort vor Ort? Aha. Ihr sagt Sozialstaat, ich sag nur bla bla. Sag mal, was ist das bloß für ein Wort? Ey, wie zur Hölle kann man das Gerechtigkeit nennen? Sag mal, 10% geht's gut und dem Rest geht es schlecht. Aha, nicht nur weil sie wenig haben, sondern weil die Medien sagen, dass die Reichen besser sind, dass so die Probleme starten. Die Leute in der Hochhaussiedlung wollen auch ein Benz, doch können ihn sie nicht leisten und fühlen sich ausgegrenzt. Ein Viertel weiter haben die Leute sogar Zweitwagen. Kann jemand mal Angela Merkel kurz Bescheid sagen? Oder Günther Jauch, weil ich jemand brauche, der mir hilft, mein Geld zu vermehren, denn ich geh's immer aus. Oh Mann, wie komm ich bloß an diese Millionen ran? Komm, wir melden uns zur Show an. Du kannst nicht sehen, wir kommen schon näher. Sterbe sind voll, die Taschen sind leer. Menschen aus Scherben, die Welt ist nicht fair. Was kann man daraus lernen? Wir müssen mehr lernen. Du kannst nicht sehen, wir kommen schon näher. Sterbe sind voll, die Taschen sind leer. Die Menschen aus Scherben, die Welt ist nicht fair. Frag uns, wer wird Millionär? Irgendwas läuft da falsch, wo ist die Chancengleichheit? Wenn das Volk immer ärmer würde, nur ihr Bonzenreich bleibt, würden die Medien doch wenigstens immer predigen. Was seht ist, dass ihr in euren Herzen nicht auf die Konten reich seid? Doch das erzählt ihr keiner, alles hier geht um Scheine, Geiz und Gier, Scheiß und wir, jeder geht sein Weg alleine. Kids wollen mehr Geld und sie lernen schnell, dass nicht lohnt, fair zu spielen in dieser unfairen Welt. Finden kriminelle Wege, minimale Arbeit für maximal Profit, Konsequenzen stoppen gar kein mehr. Jetzt macht ihr euch um euer Land Sorgen, das Drama an den ganzen Standorten habt ihr zu verantworten. In all den Brennpunkten aus Spiegel-TV-Sendungen, weil die viele von euch leider nicht hingucken. All die Kids, die auf der Straße hängen, Straßengangs, sind Produkte eurer Politik, mit Zeit nachzudenken. Und jetzt fangen die an, die Gesetze zu verschärfen, anstatt endlich zeitgemäßere Konzepte zu verwerfen. Armut ist die Krankheit, Kriminalität ist Symptom. Und die Arbeitgeber zahlen immer weniger Lohn. Wie soll das gehen, hä? Und all die Läden werden teurer. Scheinbar ist das Leben nicht mehr lebenswert in Deutschland. Oh Mann, wie komm ich endlich an die Millionen ran? Komm, wir melden uns zur Show an. Du kannst nicht sehen, wir kommen schon näher. Die Scherze sind voll, die Taschen sind leer. Die Menschen sind schön, die Welt ist nicht fair. Sprang und aus Lern, wir müssen mehr lernen. Du kannst nicht sehen, wir kommen schon näher. Die Scherze sind voll, die Taschen sind leer. Die Menschen sind schön, die Welt ist nicht fair. Dann ist schwer, wir bringen mehr. Ey, ich brauch Scheine. Scheine? Will Scheine. Scheine? Ich krieg Scheine, egal wie, denk, wissen es macht. Ich brauch Scheine. Scheine? Will Scheine. Scheine? Krieg Scheine, ey, Tsunami Rhythm, yo. Fakt ist, dass der Schütze Sommer voll die Bildung ist. Fakt ist, dass der Preis für Bildungen nicht billig ist. Fakt ist, dass viele abfangen und der Schabe willig ist. Weil er sie nicht richtig unterstützt, deshalb bin ich es. Er die schlechte Nuss überbringen muss, sinnlos. Leute hören nicht auf die Worte, nur auf den Rhythmus. Okay, dann kombiniere ich das mit einem Tanzschritt. Vielleicht hätte ich so schon wie früher einen Hit gelandet. Leute sagen, Sam kritisiert und man dieses Land nicht. Wie wir Party machen, mal spielt und mal etwas anderes. Grüne Brille oder bis die Sonne rauskommt. Ich hab was Neues dabei, okay, komm auf den Punkt. Ich sag, wie kann es sein, dass Bildung hier heute ein Privileg ist? Und jedes zweite Taxi im Land hier ist ein Mercedes, sei mein Trampolin. Hilf mir auf die Sprünge, ich versteh das nicht. So viele Fachen, viele sehen nicht. Du kannst nicht sehen, wir kommen schon näher. Die Scherze sind voll, die Taschen sind leer. Die Menschen auch schwer. Die Welt ist nicht fair, was kann man daraus lernen? Wir müssen mehr lernen, du kannst nicht sehen. Wir kommen schon näher, Scherze sind voll, die Taschen sind leer. Die Menschen auch schwer, die Welt ist nicht fair. Die Frage ist, wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Wer wird Millionär? Wer wird Millionär?
Dankeschön, meine Damen und Herren. Der nächste Song ist kein Song zum Sitzen. Tut mir leid für die, die es jetzt gerade versucht haben, aber der nächste Song hier heißt Rap Genie. Und wieso? Ich hab ein riesiges Ego, ich hab ne Friede wie Jesus. Fühl mich frisch in Newcomer, als wäre dies hier mein Demo. Andere Rapper sind gegen mich, kleine Fische wie Nemo. Bilden sich ein, dass sie es besser werden. Typisch Placebo-Effekt. Und ich hab so lange an diesem Album rumgebastelt, dass er in mehr Liebe zum Detail als im Legoland steckt. Alle Leute schätzen den Retro-Aspekt, obwohl sie scheint, sie wären in der Matrix und das Neograd-Rap. Der eine Bär-Reime-Bär meinte, er hätte ne Chance, nein, nicht am Mann, ne sehr kleine Rap ist die Medaille, warum zeigt ihn nur die Kehrseite? Damals ging's um Wortspiele, Vorbilder, Vergleiche, lehrreiche Lieder, mit denen ich die Leute erreiche, perlweiße Sneaker, mit denen ich hier heute umherschleiche. Ihr Rapper seid nicht scheiße, ihr seid sehr scheiße, Punkt, Leerzeile. Frag meine Fans nach mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Frag meine Fans nach mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Frag meine Fans nach mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Rap-Genie, Rap-Genie, Rap-Genie. Schwieglein, Schwieglein an der Wand, wer ist der Schönste hier im Land? Wer bringt euch den schweren Scheiß wie ein Möbellieferant? Wer ist so höflich und charmant, für sein Größenwahn bekannt? Sitzt im Bombay-Restaurant mit nem Döner in der Hand. Ich hab die Idee, die ihr gerne hättet, Hip-Hop geht nicht schlecht. Ich bin die verdammte Schmerztablette. Die anderen Rapper haben nichts drauf, so wie eine Leerkassette. Habt ihr die gecheckt? Ich glaub nicht. Ich bin ein Genre für sich, ich bin eine Bombe, die zickt. Ich mach das auch so für mich, doch dieser Song ist für dich. Und wenn du hörst, wie ich flow und dann kommt gerade nix, merkst du, Sammy hat wieder Bock und Hip-Hop ist zurück. Und meine Beats sind wie Foxy Brown jetzt doppelt so dick. Ich lass euch Rapper verschwinden wie David Copperfield. Schnipp. Wortmagia, oh la de da de da. Wer mein Lieblingsrapper ist, rate mal. Frag meine Fans nach mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Frag meine Fans nach mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Frag meine Fans nach mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Rap-Genie, Rap-Genie, Rap-Genie. Rap, 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 rap. DC is rap, 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 rap. Frag meine Fans auf mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Frag meine Fans auf mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Frag meine Fans auf mir, sie nennen mich ein Rap-Genie. Rap-Genie, Rap-Genie, Rap-Genie. Rap, 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 rap. Wee! Du hast ziemlich viele auch sozialkritische oder gesellschaftliche Sachen, die du irgendwie verarbeitest, und du engagierst dich ja auch in verschiedenen Sachen, irgendwie gehst in Schulen und nimmst dir wirklich Zeit, irgendwie auch mit Kindern zu arbeiten und so weiter. Glaubst du, man hat eine Verantwortung, als Rapstar sowas zu tun, oder sollte das ein Musiker haben? Nee, ich glaube, man hat als Mensch die Verantwortung, das zu tun, was wirklich zu einem passt und was Sinn macht. So, ich finde, das Allerschlimmste ist immer, wenn ich irgendwelche von diesen besagten Aktionen, so, ich habe ja auch schon vieles gemacht, auch diese AIDS-Kampagne mit vielen anderen deutschen Promis jedes Jahr zusammen, und das ist echt krass, wenn man da teilweise mit Leuten zusammengeworfen wird, die einfach auch Promis sind, wo man auch so merkt, so gut, ich bin zwar Rapper und Musiker, aber irgendwie wird ja weißt du, während du den Weg gehst, auf einmal kriegst du ja noch dieses Extra-Label immer Promi, weißt du? So, ich wollte nie Promi sein, aber auf einmal ist man auch Promi und ist dann mit anderen Promis, die eben auch teilweise Sachen nur machen, weil es eben gut aussieht und weil es eben dazugehört anscheinend. Und deshalb, ich engagiere mich eben für Sachen, wo ich wirklich Herzblut für habe. Ich habe Bezug zu Jugendlichen, so, weil ich selbst jugendlich war und hier aufgewachsen bin und das Gefühl hatte, kein Mensch schert sich um mich und wie ich mich fühle. Und da ist niemand in die Schule gekommen und hat mit mir geredet. Deshalb denke ich, es ist vielleicht cool und hilfreich, wenn jemand wie ich mal in die Schule geht und mit Leuten redet. So, das ist alles, was ich machen kann. So. Und das mache ich dann auch mit Leidenschaft und kann dahinter stehen und kann authentisch meine Position ausfüllen. Du hast gerade selber gesagt, in der Schule war nie jemand da. Du hast ja auch nicht immer die einfachste Kindheit gehabt, sowohl wegen Vater als auch wegen Hautfarbe und so weiter. Man hatte mal so eine Zeit lang das Gefühl, oder vielleicht konnte man das auch lesen, dass Samy Deluxe so ein bisschen im Zwiespalt mit diesem Land ist.
ne? Ja. Wo er wohnt. Wie, ja, eindeutig. Wie ist das heute? Hast du dich arrangiert mit dem Land so ein bisschen? Oder? Nee, es ist so ein Phasending. Also ich meine, ich habe ja dann 2009 dieses sehr umfangreiche deutschlandbezogene Projekt gemacht, wo ich das Album hatte, was irgendwie diesen Titel und das Thema sehr intensiv behandelt hat, habe ein Buch dazu gehabt, habe ein TV-Format auf eurem Schwestersender. Tochtersender sagen wir gerne bei ZDF Tochter, Kultur, ne? Ja. Ja, genau, auf dem Infokanal von ZDF gehabt und habe mich sehr intensiv damit befasst und auch in diesen Jahren extrem viel Zeit meinem Verein gewidmet und dieser Jugendarbeit und habe dann schon so ein bisschen, ich glaube, ja, so ein bisschen diesen Realismus, die Realismus-Schelle dann gekriegt im Sinne von, wenn du einfach vielen Leuten versuchst zu helfen, wird dir einfach auffallen auf dem Weg, dass viele Leute nicht wollen, dass man ihnen hilft. Okay. So, und dann auf einmal wird es natürlich das Ganze ein bisschen zähflüssiger, weißt du? Es wird so, es wird nicht mehr, es macht nicht so viel Spaß einfach wie Musik machen, muss ich ganz ehrlich sagen, weißt du? So, also ich habe wirklich so diese paar Jahre lang diesen Aktivismus fast einen Schritt vor meine Musik gestellt und mein Künstler-Dasein gesagt, ich will jetzt als erwachsener Mann, gerade in dieser Zeit, wie Rap auch in der Öffentlichkeit präsentiert wurde, mir hat sehr viel daran gelegen, einfach als irgendwas Positives und Inhaltsstarkes dazustehen, im Kontrast zu diesem ganzen anderen Kram, der mit Rap assoziiert wurde, und habe irgendwie ein bisschen vergessen, dass ich in erster Linie auch ein Typ bin, der einfach wirklich die ganze Nacht am liebsten schreibt und Beats macht und im Studio ist, und das ist wirklich meine Leidenschaft, und das ist, obwohl ich glaube ich auch ein wunderbarer Politiker und Spokesperson für alles Mögliche sein könnte, bin ich trotzdem besser in diesem Musiker-Ding als in allem anderen. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Meine Damen und Herren, wenn ihr den Scheiß fühlt, hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Ich sag, hebt die Hände hoch, dies ein Banküberfall. Sammy ist zurück und er plant die Krawall. Und mit hier meine ich hier im Land überall. Mit dem Sound der Ball aus jeder Anlage knallt. Oh, Sammy ist zurück auf seinem Hip-Hop-Film. Macht diese ganze Kampagne nur um das Hip-Hop Willen. Ich hab ne riesengroße Klappe und ich bin nicht still, bis diese Kunst wieder ihren Sinn erfüllt. Damals war sie bunt, auch so stark und naiv wie ein Kinderbild. Rohbeat, harte Beat, Animal, wie Minimal. Heute gehört deutscher Rap in den Müll. Offiziell, prinzipiell, generell. Fick du mein Label, der kommerzielle Single-Bill. Ah, die ist nicht fürs Stadion, die ist nicht fürs Radio. Wie sieht das kein Party-Song? Ist eigentlich schade drum. Ist für euch alle, um endlich mal wieder klarzukommen. Hört ihr mich? Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß shoot. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß shoot. Meine Damen und Herren, wenn ihr den Scheiß shoot. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Dies ist ne Kultur, dies ist mehr als Unterhaltung. Leute wollen meinen alten Scheiß, kaufen mein altes Album. Dieses Schwarz-Weiß, ja, ich heiße euch herzlich willkommen. Mehr als deutscher Rap, dieses allgemeine Bildung. Kaum aufgenommen, schon Klassiker. Neo-Expressionist, Jean-Michel Basquiat. Auf Beat, die ich grad gebastelt hab. Hier um meinen MPC, lass mich eure Hände sehen, was geht da? Sammy, Sammy, wer hätte das gedacht? Dies ist 100% nicht das, was ihr erwartet habt. Dies ist keine Promotour, dies ist deutsche Hochkultur. Und mein Flow ist rund wie mein Logo nur. Sind noch mehr Buchstaben als S da drin. An alle Leute, die je über mich lästerten. Ich bin nicht der Beste, cool, zeig mir bessere. Noch konstantere, noch charmantere, wortgewandtere. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Meine Damen und Herren, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Frag den Plattendealer, ob er den Scheiß deal. Sag dem DJ, er soll jetzt den Scheiß spielen. Denn ich bin der eine, nicht einer von vielen. Guck, wie viel Platten ich hab im Plattenregal. Style ist Keras One, ein bisschen Rock'n'Roller. Pack Backen für Schnaps, Hirschen H für der Izzo. Deshalb bin ich so big, nehm die Hände Hizzo. Haha, ja, das ist die Art, wie ich rappe. Tiefsinnige Lyrik meets Phrasen Gedresche. Hör, wie elegant ich diese Sprache hier spreche. Als ob ich diese dunkle Hautfarbe nicht hätte. Oh, ich bin so sarkastisch und zynisch. Sage, was ich will, Mann, was das für ein Gefühl ist. Sorry, wenn nicht jedes Wort politisch korrekt ist. Nur das, was ein Rapper macht, es sieht es und rappt es. Denkt es und sagt es, reimt es und schreibt es. Competition hier ist so wie 1 minus 1 ist und 1 ist. Sicher, dass der Scheiß so gemeint ist. Hebt die Hände hoch, wenn du weißt, was ich mein. Komm, hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Meine Damen und Herren, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Meine Damen und Herren, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Remix, baby!
Yo, hebt die Hände hoch, dass man die Achse Schweißflecken sieht. Falls ihr das nicht kennt, was ich mache, heißt Rapmusik. Ja, mein Berufsrapper. Sammy, warum tanzt du nicht? Ich bin zu cool deshalb. Und auch kein guter Tänzer, ich bin mehr so Two-Stepper. Ich war schon immer zu gut, da bin ich zu besser. Ich hab mehr Worte als ein gottverdammter Buchhändler. Frag mich nicht, was geht, abonnier mein Newsletter. Also hebt die Hände hoch, wie in der Schule beim Melden. Sammy ist zurück, um der Jugend zu helfen. Leute suchen einen Helden, ja, das bin ich für euch gerne. Buch mir einfach ein Hotel, mindestens für Sterne. Und flieg mich ein, erste Klasse, was ich mache, werbste Platte. Schwarz-Weiß 2-11, Leute wissen genau, der Sound. Nehmt eure Hände jetzt rauf und seid laut. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Meine Damen und Herren, wenn ihr den Scheiß fühlt, komm, hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Sag, hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Hebt die Hände hoch, wenn ihr den Scheiß fühlt. Meine Damen und Herren, wenn ihr den Scheiß fühlt, wenn ihr den Scheiß fühlt, Sammy. Wie viele Leute hier kennen ASD? Aha. Drei Leute? Okay. Das hier ist der Champion Sound. Geht so. Nimm ihn auf! Meine Damen und Herren, bitte rate mal, wer hier wieder mal am besten löst. Hey! Also laut in den Laden, der kommt dieser Plan, der liegt dieser Shit auf uns drin. Hey! Dies ist der Shit, den ihr braucht. Ja, der Shit, den ihr liebt. Ruf mal mal Chaos in Philly, ja, man sagt Shit, mit dem Beat. Und ich komm in den Rap, komm in den Beat, komm in den Typ. Also sie greift Fans, baller mit ihr und die wollen noch mehr von dem. Bitte Männer an den Ideen, wie man den Weg weicht. Alles, was sie macht, alles, was sie tun. Alles gut, denn alle hören mir zu und fragen sich, wie macht ihr das eben gerade noch? Wer hätte das gedacht? Und ich geh mal noch mal da vorbei, aber sie bald wieder in der Nachbarschaft. Ich bin der, immer mehr, hin und her. Hör mal her, wie es klingt, denn ich bin kein Müllkack. Bock für Bock, bis ich keine mehr hab. Ey, rappada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 p
und hab gelernt, egal was ich hab, es ist nie das, was ich will. Nie das, doch eines Tages werde ich wieder glücklich, weil irgendwann wird's besser sein. Eines Tages wird mein Traum zur Wirklichkeit und ich bin endlich mit mir selbst im Rein. Eines Tages werde ich wieder glücklich, weil irgendwann wird's besser sein. Eines Tages, oh eines Tages. Und ich wollte immer so viele Optionen und Möglichkeiten, aber als sie denn da waren, fiel so schwer mich zu entscheiden. Wieso denn nur dieses oder jenes? Ich wollte eigentlich ein bisschen von beiden. Scheinbar geht es nicht, und genau davon rede ich. Ja, manchmal ist es schwer und manchmal auch leicht, und manchmal musst du warten, manchmal kriegst du es auch gleich, und manchmal bekommst du's, doch willst es nicht mehr. Denn du jagst schon den nächsten schönen Traum hinterher, und sogar wenn du all den Ruhm, Erfolg und das Geld kriegst, ich sehe das nicht so lange und nicht im Reim mit dir selbst bist, dann wirst du sehen, egal was du hast, es ist nie das, was du willst. Nie das, doch eines Tages werde ich wieder glücklich, weil irgendwann wird's besser sein. Eines Tages wird mein Traum zur Wirklichkeit und ich bin endlich mit mir selbst im Reim. Eines Tages werde ich wieder glücklich, weil ich weiß, irgendwann wird's besser sein. Eines Tages, oh eines Reden wir mal über deine Musik. Völlig naive Frage eines Menschen, der zwar gerne Hip-Hop hört, aber es gar nicht kann. Musst du trainieren, so wie andere Leute Klavier spielen, dass du so schnell bist? Also nicht in so einem Sinne von, ich muss jetzt jeden Tag meine, so wie ein Pianist seine Fingerübung macht, so nicht. Also es geht eher darum, beim schnellen Rappen gerade, dass man die Worte sehr, also gerade auf Deutsch, die Worte sehr akribisch auswählen muss, damit man sie überhaupt so schnell rappen kann. Wir haben eben diese ganzen wunderschönen Laute im Deutsch, ne? Diese Ch und Ch und sowas kann man alles nicht rappen. Man braucht eben wirklich klare, nicht Vokale, sondern die anderen Konsonanten, ne? Also so T's, P's und ne? So, wenn du solche Sachen wie bitte, ist natürlich leichter zu rappen als Danke. Ja, auch. Also du weißt schon. Ja, also auf jeden Fall alles, wo Chs und Chs drin sind, ist irgendwie, sollte man vermeiden beim schnellen Rappen. Und das ist dann eher so eine Sache des Momentes, wo man diese Texte schreibt. Man muss irgendwie da schon direkt die laut rappen. So, das manchmal bei den schnellen Sachen klappt es nicht, wenn du die so im Kopf schreibst und denkst so, ah ja, da schaffen meine Lippen bestimmt, weil jetzt mein Gehirn es schafft. So, du musst wirklich es laut rappen und gucken. Und wenn da irgendeine Zeile nicht passt,
Und dann musste sie irgendwie umschreiben, auf jeden Fall. Du hast ja auf deinem aktuellen Album auch viele Sachen, die jetzt nicht unbedingt auf Schnelligkeit aus sind, sondern da ist ja das, sagen wir mal, die Gesamtproduktion, ne? Also auch die Instrumente und das Bändige dabei irgendwie steht ja auch im Vordergrund. Wieso ist das so gekommen? Also warum auch jetzt mit Band auf Tour? Ohne Band würdest du wahrscheinlich mehr Geld verdienen? Eindeutig. Ja, ich glaube, es geht einfach bei mir immer darum, so dieses neue Sachen, also irgendwie Sachen auszuprobieren, die ich noch nicht gemacht habe und Sachen in der Form zu präsentieren, wie ich sie noch nie präsentiert habe. Und für mich ist das Ganze dann letztendlich irgendwie eher so ein, ich versuche diese Karriere und dieses Ding eher so zu nutzen, dass ich sage, was kann ich daraus noch ziehen und was kann ich daraus lernen und wie kann ich mich unterhalten und wie halte ich mich selber bei Laune sozusagen. Ich bin auf dem Level angekommen, wo ich einfach das, glaube ich, 12, 13 Jahre nur mit DJ gearbeitet habe, dann ab 2009 mit der Liveband gearbeitet und dann noch wirklich wenig Plan von, wie man mit Live-Musikern und mit Live-Musik direkt umgeht und wenig Plan von musikalischen Arrangements und in diesem Prozess mit dieser Albumproduktion jetzt mich einfach viel mehr da in diese Produktionsebene reingefuchst, sodass ich jetzt dann nach dem Album bei den Proben auch schon viel konkreter auf die musikalischen Ebenen eingreifen konnte und wirklich, weil das ist auch natürlich wie alles erstmal so ein Lernprozess, du musst erstmal lernen zu hören, ne? Du musst irgendwie, wenn du im Raum stehst und da sind 6 Musiker, es wird natürlich am Anfang erstmal laut sein und fett, so, aber dann rauszufinden, was genau passt nicht, so, und das ist einfach auch so ein Lernprozess. Und ich glaube, ich unterhalte mich einfach gerne, indem ich lerne, so, und indem ich mich weiter bilde und wachse in dem, was ich mache. Bro, wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Bro, wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Belux, Records Lab. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Yo, ich bin Becky, ich bin es, du kennst keine Limit. Ich steigere mich weiter, also wer von euch Rappern, ihr bindet sich ein. So, weil gerade ist leider welcher Rapper kann denn es. Und Becky, so findet bei jeder Rapper besser. Er still ist, dass sie's breckt, das Attack. Links, rechts, ich spit Raps in eine Wette. Als ob ich dich get, bitch, schlepp, kidnapp. So viele Sachen, die dir passieren können. Ich motiviere Fans zu schreien, bleib hier, Sam. Denn sie brauchen mich und zwar mich. Nur für den Augenblick, alle die anderen taugen. Ich produziere bloß einen Haufen, ist doch. Leute kaufen, es ist später, wo sie hier noch landen. Dann am Ende wieder bei mir, denn mein Shit geht. Boom, wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Deluxe Records Lab. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr erkennt, geht das noch ein bisschen schneller. Yo, yo, ich bringe mal den Mädels auf mit der Hobby-Rapper. Einfach nur der Witz mit der Finder, als ihr Mutter, Finger, Finder, Finder. Und es wird immer schlimmer, ich stopp nicht. Bitte Kinder, ich bin der Killer, keiner, die toppen mich noch nicht. Erst wenn ich das Game verlass, kein Fame mehr hab, keine Mixtapes mehr mach. What? Bitte, Mr. Drummer, komm, zu mir den Gewalt, spiel diesen Hammer-Song, nämlich Bo. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Ihr liebt den Hook, kriegt nie genug Musik, beglumpt, bitte bin ich am Beat, sie schwupp, nämlich. Ich sehe es neue Hamburg, sieh dich in, yeah. Beweg dein Arsch, das Talent bin leer. Hast grad Mic, dann bitte, sag mal, bo. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. The Lips, the Records, last. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. Wenn ihr den Scheiß hier fühlt, schreit. DJ, Mixer, last. DJ, Mixer, last. Mixwell, let's go! Hey! Mach mal ein bisschen Lärm, damit der Rest der Band zurückkommt auf die Bühne. Okay, okay. Give me an whoa! Give me an yeah! Give me an ego! Können wir arbeiten, der Soul Tsunami Band, drop den Beat. Es geht. Yeah, 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 yeah. Dynamite, Johnny, yeah. Wir machen den Scheiß hier schon seit 18 Jahren, ich zumindest. Und damals wusste ich noch nichts vom Ego.
Aber heute, heute denk ich mir öfter: Lieber Gott, gib mir die Energie, bitte, gib mir die Energie, bitte, gib mir die Strophen und bitte, gib mir die Melodien, gib mir die Kraft, dass sie durchzustehen und durchzudrehen. Ich glaube an dich, will nicht zur Kirche gehen, es ist fürchterlich, hörst du mich, siehst du mich, fühlst du mich und verstehst du mich? Leute sehen mein Auto und auf wird auch, darum geht es nicht. Ich hab gar keine Pläne, denn ich vertraue meinem Ego nicht, weil auch das, was mein Ego will, nicht gut für meine Seele ist. Ich weiß, dass ich nicht glücklicher werde, wenn ich Magnete krieg, weißt du, mich keiner mehr mag, weil ich verschöne Mädels schick. Ganz genau das ist, was mein Ego will, deshalb schäme ich mich, weil dieser oberflächliche Scheiß mir eigentlich zu wenig ist. Jahrelang hab ich gedacht, dass alles nur Karriere ist. Heute merke ich, dass in meinem Herzen so eine Leere ist. Ich hab's auch viel gelernt, aber frage mich, was die Lehre ist. Ich werd gelobt, werd gedisst, Zukunft war nicht sehr gewiss, doch irgendwas gibt mir die Power, egal wie schwer es ist. Ich bin doch mehr Opti als Pessimist, langsam merke ich es. Ich liebe Musik machen, auch wenn dieses Bin es nervig ist. Ich hab dich, schreib mal wieder etwas Ehrliches. Ich liebe auf mein Ego oder doch auf meine Seele. Ich hör Stimmen in mir reden, so als ob ich schizophren bin. Sie sind selten einer Meinung und erschwer mir so Entscheidung. Und ich fühle mich so allein und hilflos im Kampf gegen mein Ego. Go, go, go. Ich erinnere noch, wie schlimm es war, als ich irgendwann raus war. Das ist eine innere Stimme, gar der scheinbar niemals sagt, was ich mache, was sie mir immer sagt. Sie will noch mehr zu fressen, was wie diese Raupe immer sagt. Nein, sie ist nimmer satt, hungrig, seitdem wir Kinder waren. Wussten, dass wir nur Loser in den Augen der Gewinner waren. Und das Gefühl von damals erinnert habe, noch in uns sage nie wieder, war niemand die über mich solche Dinge. Ich werd's euch anderen, wir zeigen allen Beweisen. Wir werden sehen, wer es letzte Lachen, alles vorbei ist. Ganz ehrlich, wenn's vorbei ist, dann wird keiner mehr lachen. Das sind alles nur Illusionen, die wir uns leider hier machen. Weil wir das Ego handeln lassen. Das will nicht dich zufriedenstellen, sondern den Rest dieser Riesenwelt. Wer braucht all den Ruhm und das viele Geld? Braucht man alles für sich selbst? Liebe ist nicht Gott, nein, nicht einmal Liebe für dich selbst. Ich hab's versucht mit Cappy, Sneakers und Schmuck. Trotzdem hab ich nicht viel Liebe in den Spiegel geguckt als vorher. Aber nachher, als ich endlich durchschaut hab, seh nicht darum, was ich auf meiner Haut hab, was ich gekauft hab oder was ich verkauft hab, sondern was ich aussag, was ist mein Auftrag und was ist meine Mission? Nein, ich verkaufe meinen Arsch nicht einmal für 1 Million oder 2 oder 3 oder 4. Ich liebe auf mein Ego oder doch auf meine Seele. Ich höre Stimmen in mir reden, so als ob ich schizophren bin. Sie sind selten deiner Meinung und erschwärmen mir so Entscheidung. Und ich fühle mich so allein und hilflos im Kampf gegen mein Ego. So sieht das aus hier in Dessau. Schön, dass wir gerade so ein Sitzen bekommen haben. Aha. Yeah. Tsunami Rhythm, Mama Thunder Song. Ich habe vorhin schon mal gefragt, ob die Leute hier ASD können. Da haben ungefähr 3 Leute ja gesagt. Kennt ihr ASD, Afrop, Sammy Deluxe? Dann kennt ihr auch diesen Song. Wah, wah. Das Beste, wenn es um Rap geht, extrem wie sexy, ich soll wechseln. Check den, Leute vom Rap sehen, entdeck den Zugang zum Top 10, wer will uns das wegnehmen? 1, 2, Mikrofon, check, was ist los jetzt? Ich schreit auf Schreck, sind die 2 einfach Pro Play? Wow, überzeug dich selbst, wenn du's wissen willst. Sound für die Ewigkeit, weil's du dem beschissen bist. Hör wieder Rap, please, spür wieder B-Boom. ASD, die MP, das Sneak Review. Sieh zu, wie wir 2 uns 4 teilen, check 4 rein. Zwischen dir sein, noch 4 sein, 1. Wir zu 2 seid ihr mit uns. Leute, spürt ihr den Rhythmus? Macht nicht schlau, was da geht. Das sind nicht schon der AKA-ASD. Sag, wah, nix, jo. Alle hoch, fühlt ihr da,
Brüder, schreit mal und seid mal so laut, ihr kennt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Wenn wir da sind, überkommt euch alle dieser Wahnsinn. Leute haben begriffen, dass wir zwei am Start sind. Schreit mal und seid mal so laut, ihr könnt. Es tropft von der Decke, meine Stimmung ist so brennbar. Steh nicht auf Exzesse, aber heute ist alles denkbar. Tsunami ist am da, Ball bei deinem Händler. Zeit für eine neue Richtung, greift nach dem Lenkrad. Ja, durch alle Länder, ey, represent mal. Wer ihr zwei, ja, das ist unverkennbar. Intelligenter, weiter Blender. Hör zu, wortlos, Ohren groß wie Genscher. Wow, wie gigantisch und amtlich. In deinem Blattstrich kommt, wir sogar versandfrüh. Check die MP, lange Spieldauer, Vorurteile hin und her. Danach bist du viel schlauer. Wir sehen, was geht in dem Moment. Spielen ASD, versteht doch, was es lenkt. Heute ist der Tag friedlich, so soll er sein. Ohne Hass, ohne Stress, ohne Schicker. Nein, sag wah, nix hier um. Hallo, spürt ihr das? Spürt ihr das? Schreit mal und zeigt mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen und das Haus hier brennt. Wenn wir da sind, überkommt euch alle dieser Wahnsinn. Leute haben begriffen, dass wir zwei am Start sind. Schreit mal und zeigt mal so laut ihr könnt. Der Sound, was geht ab hier? Komm mal alle ein bisschen näher, wir drehen nochmal durch zum Ende. Yo, yo, yo. Scheiß auf Schreck gesamt, dieses Rap-Schirm an. Hört euch die Beats, die Flows, die Texte an. Wir haben noch mehr für euch als das Rap auf Deutsch. ASD, die Partei, komm und setz dein Kreuz. Und wer der Scheiß hier, wer du lügst, bisschen tanzbar. Wer vielleicht der erste schwarze deutsche Kanzler. Redet euch gut zu, sagt, dass ich euch gut zu. Zieh euch in den Bann, denn ich hab etwas von Voodoo. Oh, wir rebellieren gegen die System, in dem wir Slips drehen und uns zurücklehnen. Ihr wollt Afro und Sammy Deluxe sehen. Zu den Gigs gehen und die Tonträger mitnehmen. Halt, wir zu zweit seid ihr mit und Leute, spürt ihr den Rhythmus? Mach nicht schlau, was da geht, das sind nicht in der AKA AS. Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Wenn wir da sind, überzeugt euch alle dieser Wahnsinn. Heute haben wir begriffen, dass wir zwei am Start sind. Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Lass das Thermometer steigen, bis das Haus hier brennt. Wenn wir da sind, überkommt euch alle dieser Wahnsinn. Leute haben begriffen, dass wir zwei am Start sind. Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Schreit mal und seid mal so laut ihr könnt. Die Tsunami Band, meine Damen und Herren. Dank Dessau. Dankeschön. Vielen Dank. Das war's von uns für heute Abend. Aber hey, what? Dankeschön, Dessau. An den Instrumenten heute nach Rudy Valentino an der Gitarre. Maman Thunderzorn an Keyboards und Vocals. Michelle an Drums und Cajon. DJ Mixwell an den DJ-Dingern. Roughhouse am Bass und Bass-Keyboard. Sol und Haniva an den Background Vocals. Und last but not least, Gilly an den Keyboards und Synthesizer. Außerdem Shoutout an Mamani Kambi, Shoutout an Tony Brown. Vielen Dank an Sebastian für die Tourbegleitung. Danke an ZDF Kultur, dass sie uns eingeladen haben. Danke an euch, dass ihr so zahlreich entschieden seid. Und danke an mich dafür, dass ich auch geil war. Ciao.